Ja, Kevin, erstmal zum Zielanlauf. Wir haben uns hier so ein bisschen gefragt, hast du dir irgendwas getan oder nicht? Es sah ein klein bisschen unrund aus. Vielleicht kannst du aufklären. Es war jetzt nicht so, dass ich im Laufen irgendwie hart gespürt habe, oh, jetzt habe ich mich verletzt oder so. Aber ich habe dann am Ende irgendwie tatsächlich genau, also ich hatte ja die Verletzung hier an der Seite und ich habe genau die andere Seite gemerkt. Erst nach dem Lauf, also absolut keine Ausrede für den Lauf. Und ja, ich habe gemerkt, dass ich hinten nicht ins Laufen reingekommen bin und dann habe ich es halt mehr oder weniger hinten sein lassen. Ja, ist halt so blöd gelaufen, kein guter Lauf, aber geht weiter. Ja. Wie bist du jetzt insgesamt in Form? Ich meine, du bist mit einer 59 eingestiegen, das ist ja schon mal ein Wort gewesen, heute eine 66. Wie ordnest du das jetzt insgesamt ein? Ist jetzt kein absolut schlechter Wettkampf. Ich habe es irgendwie noch nie geschafft, bei Mister unter 660 zu laufen. Also von daher ist es jetzt keine Katastrophe. Aber ich bin eigentlich sehr gut in Form, läuft alles super, meine Trainingswerte sind top. Von daher spricht nichts dagegen, da auch noch schneller zu laufen diese Saison. Was hast du vor jetzt in den nächsten Wettkämpfen? Wo wirst du starten? Düsseldorf, also ISTAF, Düsseldorf und dann Deutsche und dann ist auch schon die Halle für mich vorbei. Ja. Du kommst also nochmal in den Genuss eines ISTAF Indoors. Wie hast du es heute hier empfunden, die Stimmung? War mega, also im Vergleich zu letzten Jahr, wo gar keine Zuschauer hier waren, richtig gut. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, wie fast jedes Jahr. Und ich komme immer wieder gerne her.